Bernadette hat mich einfach so genommen, wie ich bin. Alles war so einfach plötzlich. Wir haben nächtelang durchgetanzt und wild gezählt, den Wolken zugeguckt. Ach, mir gelacht. Naja, später gab es nicht mehr so viel zu lachen. Irgendwann kam der Alltag und ihre Marotten brachen durch. Und als ihr irgendwann die Ordnung in der Küche wichtiger war als die Vogelwanderungen am Wochenende, da hätte ich was sagen sollen. Nummer 4. Bescheuerte Routine, sie räumt alles sofort in die Spülmaschine. Den Löffel, den kann man doch noch gut ablecken, aber nein, sie muss ihn in die Maschine stecken. Aus dem Glas hab ich nur einmal getrunken, sie meint, es hätte so nach Bier gestunken. 1, 2, 3, füll die Maschine ungeniert, toll, wie sich Geschirr so bunt addiert. 4, 5, 6, denn sie ist zum Spülen da, das ist bisschen Algebra. Greift Bernadette zu einer List. Sie trägt mir auf, alles auszuräumen, denn sie will ihr Pilates nicht versäumen. Wenn der heiße Dampf gewichen, kommt man dann zum Wesentlichen. Sauberes Geschirr tritt zu Tage und auch trocken. Keine Frage, doch dann passiert, was alle hassen. Auf den Kaffeetassen, trockenes Geschirr wird wieder nass, da vergeht mir auch der letzte Spaß. Oh Baby, Baby Bernadette, vorbei die Zeit der Liebesspiele, denn statt heißem Dampf im Bett gibt's nur noch Ärger um die Miele. Aber ehrlich gesagt, Bernadette Gekrähe ist mir 1000-mal lieber, als einsam in der Bude zu hängen. Denn Mensch braucht doch Geselligkeit. Ich glaube, ich muss mal wieder in einer Band Musik machen. Irgendwie mit Leuten zusammen, irgendwas Frisches, Junges. Im Moment geht halt nur Solo. Sprechen und Singen ist ja eng miteinander verknüpft. Wellensittiche sind da ein hervorragendes Anschauungsobjekt. Ich hatte mal eine Liebschaft mit 2 Wellensittichen. Also meine Liebschaft hatte 2 Wellensittiche. Die waren ununterbrochen am Plappern. Da frage ich mich, was haben sich 2 Wellensittiche, die ihr Leben lang in einem winzigen Käfig eingesperrt sind, die ganze Zeit zu erzählen? Weißt du was? Ich weiß gar nicht, was ich babbeln soll. Ja, aber Hansi, du babbelst doch die ganze Zeit. Aber ich weiß nicht, was ich babbeln soll. Du Hansi, dann babbel doch mal was Sinniges. Ach, was Sinniges kann man gar nicht babbeln. Das brabbelt man in seinen Bart. Dann brabbelt doch mal was in deinen Bart. Bürzel. Ja, Donnerwetter, Hansi, das war ja an Sinnigkeit kaum zu überbieten. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, ich bin zutraulicher, als du denkst. Sag mal, dabei habe ich es an der Schilddrüse. Sag mal, du hast es auch an der Schilddrüse. Sag mal, hast du eigentlich Überfunktion oder hast du Unterfunktion? Aber was habe ich nicht? Ich glaube, ich habe Nebenfunktion. Sag mal, wer ist der Typ, der gerade reinkommt? Ach, das Frauchen ist neuer, der ist der Neue jetzt. Achtung, jetzt hat er uns entdeckt. Sie will er womöglich mit uns spielen. Achtung. Ja, habe ich doch gewusst. Jetzt kommt der kleine Finger. Ja. Ach, müssen die immer ihre Wurstfinger durch die Gitterstäbe stecken? Ja, hör doch mal auf zu zwitschern jetzt. Ach, zwitschern ist das Einzige, was mir noch einfällt. Achtung, jetzt kommt auch noch die Hand. Ja, erst der kleine Finger und dann die ganze Hand.
Ich verstehe jeden Pieps, den die von sich geben. Ist das nicht furchtbar, was da an Nichtigkeiten ausgetauscht wird? Grauenhaft! 2 Stunden sittig Geplapper. Du weißt nicht mehr, ob du Männchen oder Weibchen bist. Und wissen Sie, was das ist? Twittern in seiner Urform. Dankeschön.